Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Mein Name ist Wodan und das ist unsere kleine, ja, ist nicht mehr so klein, wie ich finde, aber unsere Anstalt, sage ich mal, 46 Leute. Wir wollen aufstocken auf 50, damit wir eben, wie gesagt, die schöne Zellenblock B-Subvention bekommen. Das wäre nochmal ein Guthaben von 20.000 auf unserem Konto. Ja, was können wir heute noch machen? Ja, es gibt immer was zu tun, auch wenn es so aussieht, als wenn Wodan sich langweilt, ist es nicht der Fall. Das ist ein absolut geniales Spiel, wie ich finde. Hier diese kleinen, das muss man einfach lieben. Also ich meine, wenn man natürlich Indie-Games nicht mag, dann ist, lasst die Finger davon weg, auf jeden Fall. Aber guckt euch das mal an, das ist so viel Liebe mit drinne gemacht, also von den Entwicklern. Der arme Colt hier rum. Schön, schön putzi-putzi machen, genau. So, was haben wir denn hier liegen? Ein Polaroid-Foto. Das glaube, das haben wir aber schon. Wir sehen hier unsere kleinen Freedom Fighters, Verräter. Duschraum wird noch gemacht. Genau, ich muss mich ab und zu mal selber gucken, weil das letzte Mal war die Aufnahme für mich auch ziemlich lange her. Da kommt natürlich keiner hin, das macht dann wenig Sinn. Müsste dann gehen. Damit die Leute schneller unterwegs sind, kann man auch gut und gerne. Ich mache dann immer meistens immer normal. Schneller unterwegs sind, kann man dann auch mal. Hä? Stimmt denn mit euch jetzt nicht? Ja, und jetzt? Gehwegplatten war das. Beton geht nur innen anscheinend. Dann kann man denen auch mal sagen. So, hier läufst du lang. Und natürlich. So. Da wurde ein Messer gefunden. Kumpel, wirst du erstmal direkt eingebuchtet. Ab in den Bunker. Ins Loch mit dir. Wer klaut denn hier Gießkannen? Wie seid ihr denn drauf? Jetzt kann nämlich der junge Mann endlich mal hier oben zumachen. Ne? Dann kontrollieren wir, ob das überhaupt noch alles so ist, wie wir es hinterlassen haben. Sieht gut aus. Und was man jetzt noch machen könnte. Könnten auch außerhalb Leute patrouillieren. Selbst wenn jemand es dann außen schafft, kann man alles machen. Ich weiß, muss es nicht. Da kann man nicht. Da, ja, wir lassen sie mal laufen. Später können wir die dann ersetzen durch. Natürlich durch Wachhunde. Da läuft einer. Da läuft einer. Da läuft einer. Solange wir sie laufen lassen können, müssen sie auch laufen. Das heißt, wenn sich nämlich selbst welche hoch buddeln durch unsere Kanalisation, durch die Rohre hier, habe ich nämlich auch ein Einspiel von mir im Spielstand gemacht. Also nicht im Let's Play jetzt. Da bin ich gerade bei 225 Insassen. Ich glaube, es gibt natürlich Leute, die sind bei, keine Ahnung, 600, 700. Geil. Hast du mir mal angeguckt. Also da verliert man leicht den Überblick. Also da musst du dich auf deine Leute verlassen können hier. Ich hatte zum Beispiel schon Probleme mit 80, aber bei 100, bei 200 war dann wieder so, dass ich dann genug Personal hatte und auch die automatischen Türen mir dann jede Menge Arbeit abgenommen haben und die Leute dann sich wirklich nur um die Kanaillen hier kümmern konnten. Warum gehen die nicht weiter rein? Ich bin der Meinung, man sollte. Ja, ich habe eine Idee. Die veranlassen, dass sie da hingehen. Könnte doch mal hier. Ja, geht doch mal hier hin. Knalltüten. Nicht drüber aufregen, einfach nur nicken. So, hier hatten wir auch schöne Sachen vor. Jetzt müsste ich nur noch wissen, was. Na gut. Lassen wir erstmal laufen. Das wird sich auch bald hoffentlich geregelt haben. So habe ich ihn hier. Ich Knalltüte. Heidemilz. Das kannst du echt keinen sagen. Ey. Mach mal ab hier. Uhr, Schuss, Aufstand, knall ihn ab, hängt ihn höher. So, jetzt haben wir doch
Die alte hier, Entschuldigung, die werte Krankenschwester, die ein wertvolles Mitglied unserer Gesellschaft ist und diese Bemerkung sicherlich nicht so übel nimmt. Gut, komm mal durch jetzt hier. Da verbluten welche. Aha. Erdweed. Ich frage mich, wo die an die Sachen rankommen. Da kann man natürlich logistisch, Schmuggelware. Und dann geht's los. Weed. Wir sehen hier. Aha. Okay. Alles klar. Messerschere. Wenn die da durchkommen, da. Tut mir leid, da müssen wir was machen. Messerschere geht gar nicht. Leichenhalle ist nur für Personal. Dann werden wir auch Leute hier einsetzen. Bei der Ambulanz. Kapelle. Und wir werden Leute einstellen müssen wieder. Das heißt aber, wir müssen auch mehr verkaufen. Demnächst 30 auf jeden Fall. Ach, ja, das wird teuer. Macht nichts. Wenn wir jetzt nämlich einen Tischler haben, was ich hoffe, sehen wir dann durch Programme, sehen wir, was wir haben. Da ist Tischler Zeiträume blockiert. Das ist lustig. Starten. Keine Zeiteinteilung. Ja? Warum? Oh mein Gott. Gut, wir haben Werkstatt geteilt, Küche geteilt, Büro geteilt. Verhaltenstherapie ist sehr gut. Ambulanz. Mach mal weg, bitte. Geh mal hier hin, genau. Gruppenraum geteilt. Welcher Gruppenraum war jetzt größer und kleiner? Warte mal. Alkoholiker. Ach, Zeitraum ist nicht gut. Ja, dann halt nicht. Anhörung zur vorzeitigen Entlassung. Würde ich ganz. Ja, stimmt. Haben wir mit Absicht dahin gemacht, da die Zeitspanne super passt. Ich glaube, hier wird dann nur das Essen nicht gegeben. Eine Stunde und er verpasst nur 2 Stunden Arbeit. Nee, eine Stunde Arbeit, genau. Und er kann danach essen. Hier verpasst eigentlich nur den Hofgang hier, die 2 Stunden. Die es nicht schaffen sollten. Lehrstelle als Tischler, was ist dein Problem? Büro, Verhaltenstherapie. Läuft doch. Nur für Personal. Dann kommen hier runter. Gruppentherapie leidet dann nämlich nicht runter, falls es können auch welche haben. Die Gruppentherapie braucht eine Verhaltenstherapie. Die Gruppentherapie ist, glaube ich, gegen Drogen? Nee, Alkohol, genau. Verhaltenstherapie ist natürlich die Leute, die ein Problem mit Aggression haben, stur sind und. Ja. Aber hier noch. Spirituelle Fühlung. Ruf nur Schutz, Fohlen. Was? Fohlen, okay. Was fehlt denn noch? Wo ist jetzt der Tischler? Oh. Hat keiner Interesse an einem Tischler. Ja, das wäre nämlich eine gute Einnahmequelle. Aber es ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, ihr habt es natürlich ja draußen richtig dreckig, ne? Müssen wir aufpassen, dass wir hier drinnen keine Leute rumrennen haben. Ah, ist schon so. Gut. Oh, da haben wir nämlich das alles eingezeichnet. Und jetzt muss ich überlegen, was das hier war. Klassenzimmer sieht es mir aus. Das wird ein Klassenzimmer werden, glaube ich. Richtig. Sehr gut. Klassenzimmer, Zellen, Duschraum. Das wird ein Duschraum, denke ich mir. Dann werden wir mal gucken, ob wir nicht noch ein Planungsmenü hier. Hier und hier. Okay, dann hätten wir noch hier quasi eine Isolierzelle. Allerdings ohne Schlafmöglichkeiten. Oh, Entschuldigung. Ohne Schlafmöglichkeiten. Oder? Nach, das sind Fünferzellen, ne? Ja, Fünferzellen. Fünferräume, Entschuldigung. Fünferräume. Und da könnte man ja auch zum Beispiel Anhörungsräume machen, nochmal zusätzlich. Muss nicht unbedingt einer sein. Das heißt, wenn wir mehrere Leute haben, können wir die splitten. Das heißt, wenn jetzt alle.
kann ich das am besten erklären. Wenn das der junge Mann hier. Ja, Rückfälligkeitsrate 38% ist jetzt gerade ein schwieriger Fall, aber wenn er jetzt unter die 33% Quote kommt, wie hier unten steht, Einschätzung, und die meisten werden es vielleicht schaffen, dann hätten wir zwei oder drei Anhörungsräume und das überschneidet sich. Dann haben wir einen, wir kriegen ja dafür einen Zuschlag quasi, wenn wir ihn loswerden. Oder eingliedern können. Wenn wir das mal abgreifen könnten, hätten wir dann irgendwann hier richtig einen guten Puffer finanziell gesehen. Er hat Puffer gesagt. Ja. Moment, Ziegelmauern. Das ist nochmal ein Gruppenraum. Könnte man eigentlich. Muss man nicht unbedingt zumachen, aber. Joa. Machen wir da noch eine. Müssen die eigentlich hier nicht rausgehen, nur wenn sie was essen wollen? Wieso seid ihr eigentlich hier drin? Haben wir echt keine Betten mehr? Ah, wir sollten mal eine Razzia machen. Das sollte man ungeplant ruhig mal machen. Natürlich nicht jetzt jeden Tag, aber so im Schnitt mache ich das 3-4 Tage. Jeden dritten, vierten Tag. Nachts. Ah, jetzt ist natürlich schon eigentlich morgens. Na gut. Wenn wir Glück haben, erwischen wir welche. Es geht nämlich darum, wenn wir keine Hunde haben, dann müssen wir das machen noch. Leute zu erwischen auf frischer Tat, die ausbrechen wollen, sich durchgraben. Wir haben dann so lustige. Was? Okay. Wir haben dann so lustige Puppen drin und erkennt man leicht, so Strohpuppen. Die haben so einen komischen, hat jetzt natürlich keiner. Komisches Gesicht, das erkennt man meistens. Aber da muss man wirklich näher ranzoomen, wenn ich jetzt. Ich halt nur mal bin, von außen, damit ich mehr Eindruck habe vom Gefängnis und. Aber ja. Ihr macht das. So, jetzt können wir nämlich hier loslegen, endlich. Die Leute sind fertig. Kleinere Zellen erstmal am Anfang. Später kann man ruhig auf 3x3, also 3x3 gehen. Drei Kästchen auf drei Kästchen. Länge, Höhe mal Breite. Und je größer die sind. Umso zufriedener sind die auch, ne? Muss man immer sich im Hinterkopf behalten. Zufriedene Gefangene wollen auch nicht ausbrechen. Klingt unlogisch. Ist aber so. Was wir jetzt noch machen könnten, damit es jetzt nicht so stur, rapide runtergedrückt wird. Es gibt einen schönen Mod, da kann man hier auf Ding gehen, Extras. Mods. Und dann kann man hier Let's get take out zum Beispiel. Nee, kann man nicht. What hat er? Nee, nee. Ausbruchsmodus kann man einfach so wechseln. Das machen wir auch mal bald. Na, was war hier? Man, wie bekloppt. Kann hier einen Mod aktivieren, aber anscheinend nicht im Spiel. Man muss es dann neu starten. Gut, werden wir dann mal machen. Und zwar diese Mod. Macht Zufallsereignisse im Spiel. Also das muss man, ja, im Startbildschirm, wenn man ein neues Spiel startet, muss man das machen. Schade. Mir auch mal früher einfallen können, aber gut. Zum Zeigen ist es jetzt mal ganz gut, wenn ich noch eine zweite Staffel machen werde oder würde, wenn es euch denn gefällt überhaupt, kann ich den mal aktivieren, dann passiert da so im Schnitt. Zum Beispiel Rohrbruch oder ein Feuer bricht aus. Deswegen macht es dann auch mal Sinn, wenn man hier Duschköpfe, nein, Sprinkleranlagen anbringt im Gefängnis rundum. Hier, guck mal, der hat Probleme. Och, der arme Junge. Komm da raus, Mann, bist du bekloppt? Der randaliert doch jetzt schon. Geh raus da. Geh raus da. Idiot. Die randalieren da drin und der Hausmeister geht hinterher. Was denken die denn? Spanner. Warum tanzen die da? Hausmeister des Todes, oder was? Ein Screenshot machen. So. Thumbnail! Ja, da könnte man das Klassenzimmer machen, wie gesagt. Machen wir auch. Aber jetzt lassen wir sie erstmal fertig bauen. Problem ist, wenn ich immer mehr einreihe, dann werden wir nie fertig mit denen. Dann machen sie mittendrin auf einmal das Klassenzimmer, anstatt erstmal die Zellen
Zellen bedeutet mehr Insassen bedeutet mehr Kohle. Und das ist gerade wichtig. Subventionen. Ah, produziert 30 Nummernschilder. Wie weit sind wir denn? Ach Gottchen, hat noch gar keinen gemacht. Stimmt denn mit euch? Werkstatt hat auch noch keiner geschafft. Warum? Sicherheitsunterweisung, müssen wir gucken. Wenn die geschafft werden von Leuten, dann könnten die sich qualifizieren. Ah, ist gerade da aktiv. Gut, jetzt gucken wir mal zu, wie die arbeiten. Hier. Mr. Punkt. Super. Michael Schleimer. Hallo, Schleimer. Sehr lustig. He was a teacher in a secondary school. 10 Jahre für Imprisonment. Freiheitsberaubung, sag's doch einfach. Du hast Kinder eingesperrt, Michi. Kleines, krankes Arschloch. Nimm mal den Schleimer. Komm, wir nehmen den Schleimer als Pump. Nee. Oh, bitte. Es wird noch mal einmal kurz laut. Danke. Oh ja, der sieht echt... Der sieht lustig aus. Ja, der hat gewonnen. So, wir wollten aber mal gucken, was denn hier? Hier steht die Zeit. Konzentration ist gut bei Ihnen. Verständnis ist auch gut bei Ihnen. Anwesenheit. Er ist ja da. Und dann, je besser es ist, haben wir gerade ein anderes Beispiel noch. Ausgezeichnet. Verdammt, ihr seid ja alle gute Zuhörer. Schlecht hier. Konzentration ist schlecht. Es geht dann langsamer mit der Bestehenschance. Das bedeutet, die Anwesenheit, der hat es schon geschafft. Also der kann ja zum Beispiel arbeiten. Nach den 2 Lehrstunden kann der hier arbeiten. Der nicht. Oh, aber er ist auf einem guten Weg. Vielleicht haben wir dann 2 schon mal, die hier arbeiten können. Und die arbeiten da oben schon im Laden. Ja, voll chillig, Jungs. Ne? Voll chillig hier. Easy. Er braucht Familienbedürfnis. Der schnell. Aha, schön einräumen ins Regal. Genau. Schön macht ihr das. Nice. Damit es ein bisschen schöner aussieht. Irgendwas noch. Irgendwas können wir noch da hinstellen, ne? Geht auch. Getränkeautomat wäre nicht schlecht, oder? Sieht doch cool aus. So ein Einkaufszentrum für... So wie zum Thema ist ein Gefängnis und Kind. Naja, gut. Und der Mülleimer. Es gibt ein Getränkemod. Also habt ihr das Bedürfnis, das Personal kann dann überall, wo ihr die Automaten hinstellt, einen Booster kriegen quasi. Die gehen da wirklich ran und trinken was. Und sind eine kurze Zeit halt... Ja, agiler, motiviert, gehen wusch an die Arbeit ran und sind schneller. Problem ist aber, die lassen die Dosen überall liegen. Deswegen mache ich immer dann, habe ich mir angewöhnt, immer Mülleimer neben die Getränkeautomaten hinzustellen. Dann machen sie es da rein. So, ihr hattet gerade eure Sitzung. Oh, der ist gefährlich. Stark und zäh. Was bedeutet stark und zäh? Erstens kann dann, wenn wir Elektroschocker gelernt haben, für unsere bediensteten Wachen, haben die Elektroschocker bei sich. Und da reicht ein Schuss nicht bei ihnen. Also er, und stark bedeutet, mit einem Schlag könnte er die Wache hier niederschlagen. Wenn er ausflippt. Deswegen ist es wichtig, dass die Bedürfnisse einfach mal erfüllt werden. Die Grundbedürfnisse, Andrang und, ja, Erholung. Was hast du denn hier? Ach, da wird das Essen serviert auf die Zelle. So ein Ausbruch? Ist das ein Ausbruch? Ist das... Eine Durchsuchung sofort. Muss man auch mal konsequent dran hier rein. Also, das ist doch ein Ausbruchszettel hier, ne? Das ist doch ein Plan. Der hat doch einen Plan. Ey, mach mich nicht fertig, Digga, wenn du hier ausbrichst. Da brennt der Baum. Nee, das ist ein ganz normaler Brief. Ah, wir haben noch eine Poststelle, glaube ich, oder? Ja. Entwarnung. Gut. So, und jetzt machen wir ganz schnell, damit ihr es noch seht. Ja, ganz schnell. Wir können auch ganz langsam machen im Prinzip. Klassenraum. Erstmal geben. Und Objekte. Was brauchen wir für einen Klassenraum? Wir brauchen einen Pult und einen Schreibtisch. Dann hättet ihr einen Klassenraum. Pult und ein Schreibtisch wäre das hier. Und der Pult ist hier unten. Da haben wir noch 15 in der Reserve. 5, 6, 7, 8. Das sind 8, 16, 24. Oh, locker. Schaffe sogar die Subvention mit 25 Pulte bauen. Easy. Läuft bei uns. Und so ein Pult kostet nur 30 Euro.
Schnäpsche. Ah, herrlich. Natürlich muss... Da... Ah, noch nicht. Moment. Programme. Wann haben wir denn Zeit für eine Küchenunterweisung? Nein. Grundausbildung. Richtig. Wichtig. Erstens werden sie beruhigt. Ne, es wird eine Kapelle, glaube ich. Aber auch ein Klassenzimmer werden sie beruhigt. Dann haben sie eine Ausbildung und haben eine stärkere Chance, eingegliedert zu werden. Dazu aber mehr in der nächsten Folge, denn es ist leider schon wieder vorbei. Ich wünsche euch, keine Ahnung, einen schönen Tag. Ne? Wir hören uns wieder. Ciao. Achso, lasst einen Kommentar da, natürlich, einen Daumen nach oben. Und wenn es euch gefallen hat, ein Abo mal da lassen. Das wäre echt nett, wenn es noch nicht getan hat, natürlich. Ciao, bis dann.